Willkommen zu einem neuen Teambuilding-Video zur GPL. Der zweite Spieltag steht an und damit auch der Kampf gegen Kuchenjäger, beziehungsweise die Stunfisk Underdogs. Gerade noch herausgesucht. Oh mein Gott, das hat schon wieder lang gedauert, bis ich endlich mal einen gescheiten Anfang gehabt habe. ja, er spielt mit den Stunfisk Underdogs. Zu seinem Team gehört Mega, Bibor, eben Stunfisk, also wie heißt es nochmal? Wisst ihr schon, dieses hässliche Fieder? Elektroboden. Ah, deutsche Namen. Ist immer so ein, ja. Ja, und. Oh Mann, dass mir der scheiß Name von dem Vieh nicht einfällt. Eieiei. Dann hat er noch ein paar Finesse. Ein Skelabra. Leute. Ich habe gerade so viele Versprecher drin. Es ist unglaublich. Also ich schneide das ja alles so immer ganz schön zusammen. Aber gerade ist es echt unglaublich. Bei jedem einzelnen Pokémon. Ein Skelabra, ein Donphan, ein... Wie heißt das denn nochmal? Genau, ein Kobalium. Krass. Ein Lashoking, ein Regirock, ein Snibunne, ein Starmie und ein Trigulch bzw. Tandrak. Oh, jetzt habe ich es ein bisschen besser hinbekommen. Krass. Oh mein Gott. Gut, mein Team kennt ihr ja schon. Ich glaube, das lese ich jetzt am besten nicht nochmal vor, was ich da so habe. Und ja, wir gehen dann gleich mal zum Team. Dafür müsste ich kurz mal... da war ich, genau. Auf meinen anderen Bildschirm. So. Wir haben als allererstes... dachte ich mir so, okay, also das sieht man auch schon. In seinem Team hat alles... also Resistant, nichts wirklich Boden. Das kann man nochmal kurz nachgucken. Ich gucke selbst nochmal, ob es wirklich gar nichts war. Also, Bibor bekommt oder hat den Typ Gift. Das heißt, normal effektiv. Dann Stunfisk oder wie auch immer das heißt, das Drecksvieh. Ich weiß es echt nicht. Oh mein Gott. Ja, auf dem ist es sehr effektiv, weil es den Typ Elektro hat. Parfiness. Normal effektiv. Skelabra, sehr effektiv. Donphan, normal effektiv. Kobalium, sehr effektiv. Lashoking, normal effektiv. Regirock, sehr effektiv. Snibunna, normal effektiv. Starmie, normal effektiv. Und Tandrak, sehr effektiv. Also eine riesen Bodenschwäche an dieser Stelle. Deswegen spiele ich... Die Idee kommt tatsächlich nicht von mir. Die Idee kommt von Kaffeekone LP. Kann ich auch schon mal sagen. Also, wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Halt über... es kam einfach so. Er hat mich gefragt, ob ich schon das Team habe. Und dann habe ich so Nein gesagt. Und ja, so kam das dann halt. Und ja, er hat mir Choice Scarf Mamoswine vorgeschlagen. Und ich habe echt gemerkt, ich outspeede damit alles. Und, außer Starmie, wenn es Choice Scarf ist. Und, ich mache einen Riesenschaden. Natürlich muss ich dann auch noch aufpassen, dass vielleicht Kobalium nicht Choice Scarf ist. Also er kann da natürlich schon was gegen machen. Oder auch Skelabra. Nee, Skelabra ist, glaube ich, langsamer als ich. Von daher, ja. Also eigentlich müsste ich nur wegen Kobalium und Starmie aufpassen. Was auch noch Choice Scarf sein kann, ist natürlich Snibunna. Und ich glaube, für Snibunna ist das jetzt nicht das perfekte Matchup. Aber dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall Choice Scarf, Mamutel, hier die beste Lösung überhaupt. Also das Vieh macht wirklich alles kaputt. Und natürlich mit dem Earthquake nicht Hardstomp. Was mache ich? Und auch nicht
sowas komisches. So. Dann, ja, warum nicht Icicle Crash? Ist immer eigentlich relativ gut zu haben. Ich sehe in seinem Team auch nichts, wo ich wirklich einen potenziellen Sash wirklich zerstören kann. Mit zum Beispiel Eisspeer. Also Snibuna, da könnte ich natürlich damit einen Sash zerstören, aber das resistet ja leider Eis. Von daher bringt das nicht wirklich. Und sonst sehe ich da keinen Grund, was anderes als Icicle Crash zu spielen. Und es ist halt ein guter Step-Move. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, auch wenn ich eh nur Erdbeben spammen werde. Wahrscheinlich, weil alles wird davon gut getroffen. Also warum nicht? Und dann muss ich meine weiteren Moves muss ich dann gucken. Natürlich spiele ich Knock-Off. Das weiß ich auch noch, dass ich Knock-Off drauf gespielt habe. Knock-Off ist halt einfach... ist halt einfach drauf. Ich kann damit zum Beispiel Lashoking relativ gut treffen. Aber ist es nicht notwendig. Also die meisten Moves, die ich jetzt außer Erdbeben da drauf habe, die sind total unnötig. Ach genau. Und weiter habe ich noch Superpower. Ich überlege tatsächlich, statt Superpower... Ich glaube, ich mache das doch Iron Head. Denn Superpower brauche ich nicht wirklich. Ich wüsste nicht, wann ich Superpower wirklich gebrauchen kann. Außer für das Snibuna. Und ich glaube, dass auf Snibuna ein Erdbeben schon ein One-Hit ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ein Two-Hit reicht. Weil wahrscheinlich ist Snibuna eh... ja, gesashed. Also... Ich kann mir da nichts anderes vorstellen. Gut. Wir spielen volles Angriffsinvestment natürlich und volles Speed-Investment, wie sich's für einen Scarfer gehört. Jedoch frohes, ein frohes Wesen. Jetzt vergesse ich hier schon die Artikel, wie jemand, der die Sprache nicht beherrscht. ja, ein frohes Wesen deshalb, weil mich ein frohes Vibor, und die werden normalerweise froh gespielt, würde ich sagen. Also wenn er sich gut darauf vorbereitet, wird das wahrscheinlich froh spielen. Und deswegen möchte ich es auf jeden Fall outspeeden. Und ein frohes Tri-Scarf Mammute outspeedet es auf jeden Fall. Deswegen gehe ich da halt auf Nummer sicher. Und ich mache es auch locker One-Hit. Also das macht fast 200% das Erdbeben. Da bin ich eigentlich total auf der sicheren Seite. Gut, die 4, beziehungsweise ich muss 6 vergeben, eigentlich, weil sonst macht's nicht, ihr seht's, Achtung, ich mache jetzt mal 4, doch 4 macht auch schon was, ja, ist immer von Wert zu Wert unterschiedlich, ich kenne mich da nicht aus, sorry Leute, ich kenne mich da nicht aus, außerdem diese eine, ja, ach so, ich bin ja noch Level 100, ja, egal, lassen wir es einfach so. Hier ist es auch ungerade. Auf Level 50 ist es da auch ungerade, also passt da alles. Ja. Gut. Das nächste Pokémon, was ich mir so dachte. So, mein Gedankengang hier bei... Moment, da mache ich mal ganz kurz noch Iron Head, bevor ich es dann vergesse. Iron Head. So. was ich mir da überlegt habe, war, er hat ja einen Trigulch. Ah, jetzt habt ihr mal kurz meinen Hintergrund gesehen, meinen wunderschönen. also ein Tandrak. Und Tandrak mit Choice Specs macht halt wirklich viel Schaden. Und da dachte ich mir, warum versuchst du nicht einfach mal hier, Present, Like, die Forstelka-Feen-Kombi. Also, er nutzt ja in seinem Fall als Fee Florges. Und ich nehme Sylveon, beziehungsweise, wie heißt das nochmal, Filinara, genau. Dann machen wir gleich mal Shiny, weil Shiny einfach... Shiny ist einfach Boss. Bei Sylveon habe ich gehört. So, dann noch die Leftovers. Pixelate natürlich, nicht wahrscheinlich.
habe ich das auch schon mit dem wahrscheinlich. Was ist da los? Was ist da los? Gut. Also, Pixelate. Natürlich, wenn ich schon Feenschichten spiele, möchte ich natürlich auch die Hyper Voice drauf spielen. Damit mache ich einfach am meisten Schaden. Ich könnte natürlich auch die andere Fähigkeit spielen. Die wird ja gerade bei defensiveren lieber gespielt, aber ja, eine Wall, die Schaden macht, ist eine gute Wall. Sagen wir es mal so. Deswegen lieber hier Feenschicht mit Hyper Voice. Ansonsten spiele ich noch Heal Bell. Habe ich gemerkt, ist einfach gut, falls dann mal. Also ich. Den Rest brauche ich sowieso nicht. Also er kann zwar. Nee, eigentlich ist Hyper Voice hier wieder total safe. Okay, Scalabra wäre dann ein Problem. Gegen Scalabra hätte ich dann halt eigentlich nichts, aber ich denke, eine Hyper Voice macht da schon ordentlich Damage. Außerdem, ja, habe ich da natürlich auch noch einen Plan B. Ich spiele zudem auch noch Wish und Protect. Sehr schön. Natürlich ist teilweise Toxin, gerade bei Protect ist Toxin noch relativ gut. Aber ich dachte mir halt, Heal Bell ist eigentlich wichtiger. Und Protect und Heal Bell ist mit Toxic dann ein bisschen schwer zu spielen, weil du brauchst Wish auf jeden Fall. Dann fehlt dir halt der Angriffsmove und ich habe lieber, gerade bei dieser Fähigkeit, habe ich echt lieber einen Angriffsmove. Naja, das Ganze. spiele ich dann mit 248, beziehungsweise ich passe das natürlich an Level 50 an. Ich schau dann noch ein bisschen auf Showdown, wie sich da die Werte verändern, wenn ich so und so viel KP mache, weil das habe ich letztens bemerkt, dass es nicht so einfach ist. Deswegen, ja, ist auch hier ungerade. Von daher ist das hier auch recht anschaulich. Dann natürlich Minus Angriffs plus Spezialverteidigungswesen. Einfach, damit ich auch eine Matschbombe zum Beispiel wegstecke von Tantrak. Ansonsten spiele ich noch 8 in Spezialangriff, beziehungsweise wird auch noch angepasst natürlich, und 252 in Spezialverteidigung. Hab gerade irgendwie einen Frosch im Hals. So, dann zum nächsten. Was haben wir denn da? Genau, ich habe ja gesagt, Fostelka Feenkombi. Da hätten wir hier auf jeden Fall ein Fortress. Natürlich perfekter Hazardleger, kann man nicht sagen. Deswegen habe ich es auch mitgenommen. Einfach weil es in der Season 1 in so vielen Teams, gerade was Hazards angeht, so extrem geholfen hat. Ich spiele dann natürlich auch wieder das Standard-Set mit Rocky Helmet. Also diesmal wirklich mehr Standard als das letzte Mal. Dann Gyro Ball natürlich. Das ist tatsächlich, dieser Gyro Ball ist der einzige Konter gegen das, wie heißt es? Ich hatte gerade eben noch. Parfinesse, genau. Ist, oder war, bevor ich hier Iron Head drauf gespielt habe, tatsächlich mein einziger Konter gegen Parfinesse. Deswegen, in einem Übungskampf hat mir das schon ganz schön Probleme bereitet und ich brauchte einfach, ich brauchte Superpower nicht. Deswegen war das jetzt eigentlich ganz gut, dass ich das nochmal geändert habe. Dann spielen wir noch Rapid Spin, Stealth Rock, Spikes und
Hier natürlich, wie immer, 252 in KP. 252 in Verteidigung. Ansonsten machen wir... Oder... Nee, ich hatte hier... 246 habe ich hier, da habe ich schon so ein bisschen rumexperimentiert. Ich mache hier einfach mal 248, weil das Standard ist, auf Level 100 mit 248 das Ganze zu machen. Dann machen wir hier dann noch 8 in Angriff. Ich habe da Spezialverteidigung. Okay, Spezialverteidigung ist wichtiger. Spezialverteidigung ist wichtiger. Machen wir da 8 in Spezialverteidigung. Plus Verteidigungswesen. Minus Innetwesen. So wie man das gerne spielt. Also, total Standard-Set, genauso wie bei Sylveon. Also, ja. Diesmal nichts Besonderes. So, dann spielen wir noch ein Zapdos. Und da bin ich echt... Da war ich so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das spielen möchte. Ich habe noch kein Leben-Orb. Das ist nur die Frage. Ich glaube, dass ich in seinem Team alles sehr effektiv treffe. Mit irgendeiner Attacke von mir. Deswegen hatte ich mir gedacht, spielst du Expertengurt. Könnte ein Fehler sein. Könnte aber auch kein Fehler sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spiele ich Thunderbolt. Wall Switch diesmal. Auch wenn er natürlich diesmal erst recht ein Boden-Pokémon mitnehmen wird. Also, okay, bei Present habe ich es auch schon gedacht, dass er ein Boden-Pokémon mitnimmt. Aber diesmal ist es noch wahrscheinlicher, einfach weil er einen Spinner gegen mein Forstelka braucht. Und Starmie ist zwar auch ein Spinner, aber es ist nicht der beste Spinner. Und deswegen spiele ich hier... Ja, was heißt hier deswegen? Ich spiele trotzdem hier irgendwie lieber Wall Switch, weil ich sehe einfach diesmal nicht die Gefahr. Ich fühle mich diesmal sicherer mit den Matchups. Also ich habe bis jetzt noch kein richtig schlechtes Matchup gehabt in den Probekämpfen und deswegen mache ich mir da irgendwie keine Gedanken. Ich spiele trotzdem halt Wall Switch einfach nur bei. Naja, und natürlich Hidden Power, Eis. Eis-Elektro-Kombo. Kennt man ja. Ist immer ganz gut. So. Dann spielen wir 252. Oder ich guck gerade nochmal. 252 in Spezialangriff, 252 in Initiative. Ich spiele ein mäßiges Wesen, einfach um Damage zu machen. Und dadurch, dass das auch auf Level 50 schon ungerade ist, spiele ich hier 4 drin. In Spezialverteidigung. Warum nicht? Kann man mal machen. Okay, also diesmal ein offensives Zapdos, weil ich habe einen Spinner, falls Hazards kommen. Und ich habe Switch-Ins zum Beispiel für Skelabra und da brauche ich mir keine Gedanken machen wegen Fortress. Und einer dieser Switch-Ins, er ist zwar sehr obvious teilweise, aber ja, er ist schon ein bisschen obvious. Ich spiele diesmal nämlich ein Aquana. Ja, wie heißt das? Vaporeon. Diesmal kommt auch mein Aquana zum Einsatz. Diesmal Doppel Eevee Power, habe ich gehört. Ich habe hier ja schon eine spezielle Wall. Hier habe ich schon eine physische Wall. Und ich möchte diesmal ein bisschen offensiver spielen. Deswegen dachte ich mir so, okay, warum nicht Choice Picks? Diesmal ein bisschen viel gechoiced, aber was soll's. Und ich merke gerade, Live-Orb ist besser. Ich habe Sylveon. Sylveon, perfekter Wish-Passer. Da brauche ich mir keine Gedanken machen wegen Live-Orb-Damage. Und Live-Orb ist einfach sicherer, weil ich mache
hundertprozentig viel Damage. Und ich glaube, ich mache auch ein bisschen mehr als mit Expertengurt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber gut. Wir spielen auf diesem Vaporeon, spielen wir Scald. Obwohl es ein offensives ist, spiele ich Scald. Falls es nicht reicht, burns dann halt. Und ich finde das einfach besser, als nochmal 10 Base-Stärke drauf zu haben, weil wenn der Burn dann kommt, dann macht das auch ein Sash kaputt. Deswegen spiele ich. Also es ist ja auch teilweise. Ich spiele es ja. Was heißt ja, ich spiele es mit KP-Investment und Spezialangriffs-Investment. Man sieht schon. Hier schön eine 130er Base in KP. Schön ausgenutzt. Aber ja. Ist ein Standard-Set. Wird man auch sehen. Ich habe das sowieso komplett nach einem Standard-Set gemacht. Deswegen, ich mache jetzt nochmal Ice Beam. Shadow Ball, ein relativ wichtiger Angriff, weil ich damit alles in seinem Team wenigstens normal effektiv treffe, außer das Weavile. Und ich glaube nicht, dass er unbedingt Weavile da reinschickt. Also hier ist Nibuna. Und ansonsten, da habe ich lang überlegt, aber Standard bleibt Standard und dementsprechend spiele ich keinen Standard, denn ich spiele. Moment. Hyper Beam. Ja, einfach mal so, nur es ist Hyper Beam halt. Und ich spiele hier tatsächlich 252, das ist nämlich das einzige, wo sich das so ein bisschen ändert. Und hier 4, weil ja, die KP sind auf Level 50 ungerade. Können wir nur mal ganz kurz checken, ob das wirklich so ist und ich mich dann nicht verlesen habe oder so. Ja, da ist es ungerade, da sieht man's. Jo. Machen wir aber wieder Level 100. Warum auch immer. Ist eigentlich egal. Ich spiele mit dem Team sowieso nicht, was ich hier gerade erstelle. Okay, und damit wären wir auch schon beim letzten. Was heißt schon? 26 Minuten. Okay, ein bisschen viel dumm gelabert. Davor auch. Ja, als letztes wieder eigentlich ein Lückenfüller. Eigentlich ist das Team generell, es ist nicht so aufgebaut wie das gegen Present, wo ich wirklich für alles irgendeinen Nutzen hatte, außer fürs letzte. Diesmal habe ich wirklich eigentlich, ich würde sogar sagen, dass die ersten drei den Hauptnutzen haben. Nämlich den Angreifer, der alles kaputt macht, alles zerstört, mit dem Namen Mamoswine. Sylveon, die spezielle Wall, und Fortress, die physische Wall. Der Rest ist Lückenfüller. Je nachdem, wie das Matchup ist, kann ich die natürlich rein switchen. Was, das ist natürlich eigentlich relativ gut. Also, mit 6 Pokémon anzutreten, ist immer besser als mit 3, würde ich mal sagen. Besonders, weil ich dann auch noch ein bisschen was opfern kann. Nee, mache ich natürlich ungern. Ich spiele auf jeden Fall als letztes nochmal Gallade. Diesmal jedoch einfach, ich sehe keinen Sinn da drin, hier besonders defensiv zu spielen. Deswegen spiele ich hier das ein Close Combat Set. Besonders, ich brauche keinen Drain Punch unbedingt. Wenn ich Schaden bekomme, kann ich mit Sylveon das wieder hochheilen. Ich weiß, dass es nicht ganz so einfach ist dann im Endeffekt, aber in der Theorie kann ich das auf jeden Fall. Und weil ein Susanoo immer blau ist, machen wir das natürlich shiny. Ein Susanoo ist immer blau. Merkt euch das. So, dann Zen-Kopfstoß. Knock-off. Und zu guter Letzt, ich spiele hier tatsächlich keinen Boost-Move. Das ist auch ungewöhnlich eigentlich. Ich spiele hier komplett, einfach nur offensiv mit Shadow Sneak, da haben wir es.
Also natürlich, Prioritäten muss sein. Natürlich, die Priorität macht eigentlich auch mehr Sinn, wenn man sich boostet, aber ich brauchte in dem Team auch ein bisschen Priorität. Wie ihr bestimmt gesehen habt, spiele ich auf meinem Mammute kein Eisshard. Ich brauche es einfach nicht in diesem Team. Das Einzige, was eine Priorität haben kann in seinem Team, sind Donphan und Snibunna. Und die beiden werden von mir resistet. Also, ja, brauche ich mir da eigentlich keine Gedanken machen. Ansonsten 252 Angriff, 252 Initiative. Dann dachte ich mir so, okay, mach mir 4 in Verteidigung. Plus Initiative minus Spezialangriff, also frohes Wesen. Das ist auf jeden Fall mein Susanoo-Set. Okay, damit wäre ich fertig mit dem Teambuilding-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diesmal, ja, halt, es ist ja auch immer von Kampf zu Kampf unterschiedlich, wie man sich auf den Kampf vorbereitet. Und diesmal ist es wirklich mehr ein Standard-Set-Kampf, denn ich muss mich nicht unbedingt auf, also nicht speziell auf bestimmte Pokémon vorbereiten. Das regelt sich alles schon so von allein, besonders weil ich diesmal die Offensive habe mehr und somit den Druck selbst aufbaue. Und das letzte Mal war es eher so, dass Present den Druck aufbauen konnte und ich eben mit Defensive rumspielen musste und somit dann Druck aufgebaut habe. Diesmal kann ich komplett offensiv spielen, denn er hat zwar so ein paar offensive Threats. Also hier, Tandrak ist schlimm. Tandrak zerstört einfach nur, aber ich hab gegen Tandrak einige Switch-ins. Tandrak spielt man zwar auch mit HP Fire, aber ich denke, ich kann Fortress relativ sicher rein switchen. Da mach ich mir trotz der schlechten Spezialverteidigung mache ich mir da wenig Sorgen. Na gut, was heißt schlecht? 158 auf Level 100. Ja, kann natürlich besser sein. Besonders weil ich es hier physisch-defensiv spiele. Aber es hält es auf jeden Fall aus. Besonders eine Matschbombe, wenn ich die schon predikte, dann ist das kein Problem. Und ansonsten, wie gesagt, also bei mir ist eigentlich, wenn ich mit Mammute rauskomme, dann stirbt erstmal was. Entweder das, was drin ist, oder ja, das, was dann reinkommt, wird getuhittet. So kann man das sehen. Okay, ich glaube Regirock nicht, aber ja, so ungefähr halt. Er kann dagegen wenig machen, es sei denn, er spielt auf irgendeinem Pokémon Luftballon und ich sehe wirklich kein Pokémon bei ihm, wo das wirklich relevant wäre, es mit Luftballon zu spielen. Oder ich kann auch noch mal kurz gucken, dass ich mich da nicht irre. Ein Pokémon, was man mit Luftballon spielen kann, okay. Sein Stunfisk, wie auch immer. Warum fällt mir das nicht mehr ein? Flunschlick, natürlich. Eieiei, hat das lange gedauert. Okay, Skelabra kann man auch mit Luftballon spielen. Stimmt, Skelabra mit Luftballon. Macht Sinn, irgendwie. Ja, kann man machen. Kann man machen. Aber ja, dagegen habe ich eigentlich Switch-ins. So ist es nicht. Ich habe eine spezielle Wall. Ich habe eine. Ihr seht selbst, ich glaube, der Kampf wird kein großes Problem. Möchte ich jetzt einfach mal so voraussagen, dass das weniger ein Problem wird. Also ich werde auch nicht so aufgeregt sein wie im Kampf gegen Present, weil das Team von ihm ist einfach, es hat halt diese extreme Bodenschwäche und das macht es so instabil in sich. Und er kann damit dann halt auch nur ein Pokémon haben, was den Luftballon trägt. Okay,
er kann Tandrak mit Luftballon spielen. Das kann er natürlich auch noch machen. Aber ja, die ganzen Prognosen sind eigentlich unwichtig, denn selbst wenn er Tandrak mit Luftballon spielt, das macht mir jetzt nicht so viel aus. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, wenn es gefallen hat, Daumen hoch geben und ja, bis dann und ciao, Leute. Und wie schon das letzte Mal gesagt, freut euch auf jeden Fall auf morgen. Morgen wird geil. Morgen wird echt geil. Ja, der Kampf. Lasst euch den Kampf nicht entgehen. Der ist genauso wichtig wie dieses Video. Also, reinschalten. Okay, ciao.